November 1957. Das verschlafene Städtchen Appalachian im Staat New York erlebt Erstaunliches. Eine große Zahl gut gekleideter Geschäftsleute trifft sich zum Barbecue. Im Garten eines der reichsten Einwohner des Ortes werden kiloweise Steaks gegrillt. Die örtlichen Polizisten wundern sich. Was sie nicht ahnen, die Grillparty ist in Wahrheit ein Gipfeltreffen der amerikanischen Mafiabosse. Direkt vor ihren Augen. Bis zu diesem Tag wird die Existenz der Mafia von Politikern und Behörden bestritten. Natürlich kennt man Kriminelle, aber organisiertes Verbrechen, geheime Aufnahmerituale und Fememorde, das klingt doch zu sehr nach Gruselkino. Tausende von Kilometern entfernt in Sizilien ist es nicht anders. In ihrem Ursprungsland gibt kaum jemand zu, dass sie existiert. Doch die Macht der Mafia reicht bis in alle Lebensbereiche. Geheimhaltung und Disziplin haben sie mächtig gemacht. Jetzt ist sie auf dem Sprung ins internationale Big Business. Amerika in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die große Depression und der Weltkrieg sind Vergangenheit. Die Wirtschaft boomt. Für viele ist der amerikanische Traum wahr geworden. Doch noch etwas hat Hochkonjunktur. Die Mafia. Die Gruppen, in denen die Mafia organisiert ist, heißen Familien. Jeder hat einen Boss, den Paten. Der dienstälteste Pate aller Zeiten ist damals Joe Bonanno, bekannt als Joe Bananas. Er steht von den 30er Jahren bis Mitte der 60er an der Spitze der Bonanno-Familie. Seine Macht beruht auf dem Einfluss unter den Italo-Amerikanern von New York. Sein Sohn Bill, später selbst ein führender Gangster der Bonanno-Familie, lernt die Methoden seines Vaters aus erster Hand kennen. Dienstags und donnerstags saß mein Vater immer in einem Hinterzimmer und die Leute aus der Nachbarschaft kamen mit ihren Problemen. Jemand hatte ein krankes Kind und konnte den Arzt nicht bezahlen. Mein Vater löste das. And my father would arrange for that. Somebody else had a husband. Oder eine Frau, sie wurde von ihrem Mann betrogen und wusste nicht mehr, was sie tun sollte. Er kümmerte sich auch darum. Das passierte zweimal die Woche. Wer ein Problem hatte, wusste immer, an wen er sich wenden konnte. When you have a problem, you know where to go. Amateurfilmaufnahmen aus Brooklyn 1957. Eine scheinbar ganz normale Familie, die zu bescheidenem Wohlstand gekommen ist. Aber der Schein trügt. Dominic Montilio wächst in einer italienischstämmigen Familie in New York auf. Zu seinen Verwandten gehören Gangster der Gambino-Familie, die in der amerikanischen Mafia eine wichtige Rolle spielt. Schon früh wird ihm bewusst, dass seine Angehörigen anders sind als die Nachbarn. Ich wuchs in einer sehr traditionellen Gangsterfamilie auf. Und mir war immer klar, dass wir anders lebten als meine Freunde. Zum Beispiel kam es vor, dass das FBI unsere Tür aufbrach. Denn mein Onkel lebte bei uns im Haus und er steckte tief drin. Montilios Onkel ist ein aufstrebender Gangster namens Nino Gaggi. Als Dominic 11 Jahre alt ist, erzählt er seinem Onkel Nino freudestrahlend, dass er zum Klassensprecher gewählt worden ist.
Ich kam ganz aufgeregt nach Hause, erzählte es und er fragte, was macht denn so ein Klassensprecher? Ich sagte, naja, wenn der Lehrer weg ist, passe ich auf, wer Unfug macht und schreibe den Namen an die Tafel. Er sah mich an. Willst du etwa ein verdammter Verräter sein? Ein Spitzel? Ich war 11 Jahre alt, was sollte ich sagen? Und er sagte, morgen gehst du zum Lehrer und sagst ihm, dass du nicht Klassensprecher sein kannst. Bill Bonanno und Dominic Montilio wachsen in einer Welt auf, die nach außen abgeschottet ist. Die amerikanische Mafia nennt sich Cosa Nostra, zu Deutsch unsere Sache. Sie ist ein Import aus Europa. Sizilien, das Mutterland der Mafia, mit 5 Millionen Einwohnern, die größte Insel im Mittelmeer, direkt vor der Küste des italienischen Festlands. Leo Luca Orlando wurde, wie Dominic Montilio, 1947 in Palermo geboren. Doch im Gegensatz zu seinem Altersgenossen wurde er ein erbitterter Gegner der Mafia. Sizilien ist ein Land schroffer Gegensätze. Palermo ist die Hauptstadt Siziliens und der Mafia. Ein Ort der Geschichte und zugleich der Schande dieses Landes. Mafioso heißt im sizilianischen Dialekt ursprünglich mutig oder schön. Seit etwa 1860 ist das Wort mit den Mitgliedern der ehrenwerten Gesellschaft verbunden, einer kriminellen Organisation als Gegenmacht gegen den Staat. Sie umgibt sich mit dem Mantel des Geheimnisses. Leo Luca Orlando erfährt schon als Schüler, wie das Tabu funktioniert. Als ich 14 oder 15 Jahre alt war, organisierte ich mit anderen Schülern eine kritische Veranstaltung über die Mafia. Der Schuldirektor, ein Jesuit, rief meine Eltern zu sich und sagte, Leo Luca spricht über die Mafia, das ist ein Skandal. Wir haben nichts mit ihr zu tun und wir reden auch nicht über die Mafia. Eine Grauzone. Nicht sehen, nicht sagen, nichts hören. So war Sizilien, als ich zur Schule ging. Auch Joe Bonanno kommt aus Sizilien. Geboren 1905 in dem malerischen Küstenort Castellammare del Golfo. Erst in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts zieht er nach Amerika. Sicily has a long history of mistrust. Das Misstrauen gegen die Obrigkeit ist in Sizilien tief verwurzelt. Man sagt dort, um einen Mann zu kennen, muss man auch seinen Vater kennen und dessen Vater und Großvater. Und das erschwert jeden Verrat. Auf ihre Art ist die Mafia damals äußerst diszipliniert. Darauf beruht ihre Macht. Die wichtigste Regel, Omerta, das Gesetz des Schweigens. Alle Mafiosi in Sizilien müssen einen heiligen Eid ablegen und mit ihrem Blut bekräftigen, niemals die Organisation zu verraten und allen Befehlen der Bosse zu gehorchen. Das religiös verbrämte Ritual macht den Neuling zum Mitglied der ehrenwerten Gesellschaft, zum Ehrenmann. Die Einführungszeremonie der amerikanischen Mafia läuft nach denselben traditionellen Regeln ab. Du wirst in ein Zimmer gebracht und bekommst eine heilige Figur. Du ritzt dir den Finger auf und lässt etwas Blut darauf tropfen. Dann wird die Figur verbrannt. Und du musst schwören, dass du genauso brennen willst, wenn du deine Brüder verrätst. You hope to burn as the saint is burning if you betray your brothers. Und auf den Bruch des Eides steht die Todesstrafe. Our culture taught us. Wir haben gelernt, uns wie Männer zu benehmen. Und das heißt, seinen Mund zu halten. Doch für Bonanno und seine Kumpanen bedeutet Omerta noch mehr als den Schwur, das Schweigen nicht zu brechen. In dem Wort Omerta steckt das sizilianische Wort für männlich. Sich zu benehmen wie ein Mann bedeutet auch, dass man andere nicht in Schwierigkeiten bringt. Wird man gefragt, wer hat dich ins Gesicht geschlagen, dann sagt man nicht, John war es. Ein Mann hat selbst dafür zu sorgen, dass John zurückgeschlagen wird.
gets hit in the face. Dominic Montilio erfährt, was das bedeutet. Sein Onkel Nino Gaggi lebt, ebenso wie andere Mafiosi seiner Generation, mit den tief verwurzelten sizilianischen Traditionen. Absolute Loyalität, Geheimhaltung und Rache bestimmen seine Welt. Als Gaggi in einer Schlägerei die Nase gebrochen wird, wartet er auf seine Gelegenheit, sich zu rächen. Wenn nötig, kann man jahrelang darauf warten. Als es endlich soweit ist, nimmt Gaggi seinen Neffen Montilio und einen Gangster namens Roy DeMeo mit, um die offene Rechnung zu begleichen. Wir parkten einen Block entfernt von dem Süßigkeitenladen, vor dem dieser Typ mit ein paar Leuten herumhing. Wir warteten auf der anderen Straßenseite. Ich hatte eine 22er mit Schalldämpfer, Nino und Roy hatten beide 38er. Als der Kerl zu seinem Auto ging, gingen wir rüber. Er fing an wegzulaufen und wir erwischten ihn mitten auf der Kreuzung. Ein Mord. In der Gambino-Familie nichts Besonderes. Oddly enough, it was my wife's birthday party. Es war ausgerechnet der Geburtstag meiner Frau. Wir verließen die Party nur kurz für diese Tat und kamen zurück, als ob nichts wäre. Wir packten die Geschenke aus, aßen die Torte und das war alles. Nino Gaggi ist ein Gangster alter Schule. Die traditionellen sizilianischen Werte sind ihm heilig. You know, somebody would have break my nose. Wenn mir jemand die Nase gebrochen hätte, dann hätte ich ihm aus Rache auf die Nase gebrochen. Und vielleicht auch noch ein paar Finger dazu. Aber für Leute von Ninos Schlag ist das nicht genug. Die Rache muss 100-mal schlimmer sein, bevor die Sache für sie erledigt ist. Anfang des 20. Jahrhunderts wächst in Sizilien ein junger Mann auf, der für das organisierte Verbrechen eine neue Ära einläuten sollte. 1897 wurde er geboren. Salvatore Lucania. Bekannt wird er als Charlie Lucky Luciano. Der Vater der modernen amerikanischen Mafia. Sein Heimatort, Lercara Fredi, lebt damals von der schweren und gefährlichen Arbeit in den Schwefelminen. Im Schwefelbergwerk ist es so heiß, dass die Männer nackt arbeiten. Und obendrein müssen sie noch Geld an die Mafia zahlen, um überhaupt arbeiten zu dürfen. Damit stehen sie nicht allein. Der Eigentümer der Mine zahlt ebenfalls. Aus allen Lebensbereichen presst die Mafia Geld heraus. Mit 10 Jahren verlässt Luciano wie Hunderttausende von Sizilianern die bitterarme Insel, um in Amerika sein Glück zu suchen. Bald gerät er auf die schiefe Bahn. Noch als Teenager kommt er zu der berüchtigten Bande der Five Pointers, zu der auch El Capone gehört. Es ist die Zeit der Prohibition. 13 Jahre lang ist es in den USA verboten, Alkohol herzustellen oder zu verkaufen. Luciano und andere Schwarzhändler versorgen die Amerikaner mit Schnaps in beliebigen Mengen und verdienen damit Millionen. Salvatore Lucania nennt sich jetzt Charles Luciano. Den Spitznamen Lucky und ein paar Narben am Hals bekommt er, als er auf wunderbare Weise eine Messerstecherei überlebt. Aus einer luxuriösen Suite im New Yorker Waldorf Astoria Hotel dirigiert er sein kriminelles Imperium. Hier nennt er sich Mr. Charles Ross. Er lässt Salvatore Maranzano ermorden, den damals mächtigsten Paten in den USA, und kommt dadurch ganz nach oben. Doch die ständigen Bandenkriege stören mehr und mehr die lukrativen Geschäfte. Wenn im italienischen Viertel 3 Gangster aufeinander trafen, war so gut wie sicher, dass 2 von ihnen versuchen, den 3. umzubringen.
und der dritte umgekehrt genauso. Am Ende lagen Leichen auf der Straße. Und wozu das alles? Luciano will, dass die Mafia-Familien ihre Streitigkeiten begraben und nicht ihre Väter und Söhne. Er sagte, mit der Waffe in der Hand können wir kein Geld verdienen. Immer wieder hörte ich diesen Satz von ihm. Luciano weiß Abhilfe. Er will eine Kommission bilden, eine Art Aufsichtsrat, bestehend aus den Bossen der fünf New Yorker Familien und denen aus Chicago und Buffalo. Jeder von ihnen soll dort seine Klagen über die anderen Familien vorbringen können. Doch bevor es soweit ist, muss Luciano erst die anderen Familien von seinem Plan überzeugen. Auch Joe Bonanno. Der ist der Nachfolger von Maranzano. Des Mannes also, den Luciano hatte ermorden lassen. Joe Bonanno unterstützt den Plan. Gemeinsam mit Al Capone wird er Mitglied der Kommission. Luciano's conception was that he would meld. Luciano hatte die Idee, den sizilianischen Ehrenkodex, der für eine sehr straffe Organisation sorgte, mit amerikanischen Geschäftsmethoden zu verbinden. Aus dieser Kombination wurde die amerikanische Mafia, wie wir sie kennen. Der Friedensschluss kommt zustande. Und die Banden widmen sich wieder ihren Millionengeschäften. Illegales Glücksspiel, Prostitution, Erpressung. Manchem Jugendlichen im Amerika der Nachkriegsjahre erscheint ein Leben als Gangster sehr verlockend. Henry Hill beobachtet als Teenager aus seinem Elternhaus in Brooklyn, fasziniert die Mafiosi auf der Straße. Ich sah immer die Cadillacs und die Typen in ihren schwarzen Anzügen mit riesigen Diamantringen und diesen verdammt schönen Frauen. Was zum Teufel ging da vor? Ich ging hin und wusch und putzte ihnen die Autos, nur um in ihrer Nähe zu sein. Es war ganz schön aufregend. Schließlich wird er selbst ein Gangster in der Lucchese-Familie. Die Kommission der Mafia-Familien bringt den Banden ungehinderten Machtzuwachs. Die Hafengegend von New York wird bald von der Mafia kontrolliert. Ihr Einfluss auf Gewerkschaften und Fischereifirmen trägt ihr Jahr für Jahr Millionensummen ein. Ähnlich ist es in der ganzen Stadt. Auch im Baugewerbe hat die Bonanno-Familie ihre Finger im Spiel. You construct a building. Wenn man ein großes Haus baut und den Zementpreis nur um 2 oder 3 Cent erhöht, werden daraus schnell Millionen von Dollars. Von jedem Meter Betonwand bekamen die Gambino-Familie, die Genovese-Familie und die anderen etwas ab. Allein mit Hilfe der Gewerkschaften. Das waren Kleinigkeiten, aber immer wieder hundert- und tausendfach multipliziert wurde daraus eine Macht, mit der man rechnen musste. Überall in New York scheint die Mafia mitzumischen. Wir bestimmten, was in der Stadt ging oder nicht ging. Wir konnten alles verhindern. Ein verdammtes Gebäude, einen Film oder eine Broadway-Show. Wer nicht machte, was der Boss wollte, war entweder tot oder aus dem Geschäft. Das war kein Spaß. Und dennoch bestreiten die Behörden immer noch die Existenz des organisierten Verbrechens. Einer der Gründe, die Mafia erkauft sich Protektion. Bill Bonanno gehört zu denen, die sich um die Bestechung der Polizeibeamten kümmerten. Ich war mal mit 2 Freunden in einem kleinen Restaurant und sie sagten, was ist los, warum bist du so verträumt? Und ich sagte, in den späten 40er, frühen 50er Jahren saß ich immer da hinten in der Ecke. Dort traf ich einen Captain und 2 Lieutenants der Kripo. Wozu das, wollten sie wissen.
Naja, wir haben ihnen ihre Umschläge gegeben, damit sie wegsehen, wenn wir uns um Glücksspiel, Pferderennen, um das Wettgeschäft kümmern. We had the horse racing, the bookmaking and the numbers. In der Ära der Kommission boomen die Geschäfte der Mafia. Bei seinem Aufstieg in der Hierarchie wird Bill Bonanno Zeuge mehrerer Sitzungen. Auch sein Vater, der Mafia-Boss Joe Bonanno, ist dabei. Und man brüstet sich, selbst die Regierung in der Hand zu haben. Ich erinnere mich noch, wie es bei den Treffen um Entscheidungen ging, wie du wirst der nächste Bundesrichter, du wirst der nächste Gouverneur, der nächste Senator oder der nächste Kandidat für das Repräsentantenhaus. Die Männer standen auf und genau so wurde es gemacht. After those decisions, and lo and behold, it happened. Die Macht der Mafia ist zu dieser Zeit kein öffentliches Thema. Sie ist einfach da. Doch die Versuchung, noch mehr Geld zu scheffeln, ist unwiderstehlich. Bald wird die amerikanische Regierung handeln müssen. Doch noch haben die Strafverfolgungsbehörden ein anderes Feindbild. Es ist die hohe Zeit des Kalten Krieges. Das FBI hat amerikanische Kommunisten im Visier, nicht italienische Gangster. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind beim FBI in New York 400 Agenten mit Kommunistenjagd beschäftigt, aber nur 5 mit dem organisierten Verbrechen. Im Justizministerium ist es ähnlich. Dort arbeitet William Hundley. When I took over the organized crime section, als ich 1957 die Abteilung für organisierte Kriminalität übernahm, waren da 7 oder 8 Juristen beschäftigt. Außer Zeitungsausschnitte zu sammeln, haben sie eigentlich nicht viel gemacht. FBI-Direktor ist damals J. Edgar Hoover. Und zwar schon seit 30 Jahren. Hoover ist einer der mächtigsten Männer in Washington. Insgesamt diente er unter 8 Präsidenten. In der Strafverfolgung geschieht nur, was er will. Und für ihn dreht sich alles um die rote Gefahr. Hoover hat fast keine Agenten italienischer Abstammung, um die Mafia zu infiltrieren. Er hat überhaupt kaum Mitarbeiter aus den ethnischen Minderheiten. At that time, Hoover did not have. Damals hatte Hoover nicht einen schwarzen Agenten. Übrigens auch keine Frauen. Verzeihung, sein Chauffeur war schwarz. Und den beförderte er zum Agenten nur als Alibi. Er hatte fast nur Weiße. Alle mit diesen Hüten. Doch Ende der 50er Jahre ändert sich all das. Eine Kette von Ereignissen zwingt die Behörden und die Öffentlichkeit, die Existenz der Mafia anzuerkennen. Wieder einmal beginnt alles in Sizilien. Und Joe Bonanno, der Mafia-Pate, spielt bei den Ereignissen eine zentrale Rolle. Der Küstenort Castellammare del Golfo ist sein Heimatort. Als Jugendlicher war er nach Amerika ausgewandert. 1957 macht Bonanno eine Besuchsreise nach Sizilien. Bonanno kommt nicht zum Vergnügen. Er ist ein Pate auf Dienstreise. All die Jahre über hat er mit seinen Verwandten und seinen kriminellen Verbindungsleuten engen Kontakt gepflegt. Jetzt bitten ihn alte Bekannte wegen einer drängenden Frage um Rat. Wie mein Vater erzählte, kam ein Mafia-Boss aus Palermo zu ihm. Einige Leute, sagte der, würden gern mal mit ihm über gewisse Probleme reden, die sie in Sizilien beschäftigten. Das Treffen findet statt. Im Grand Hotel de Palme in Palermo, einem der besten Häuser in der sizilianischen Hauptstadt. Wer damals anwesend war und worüber gesprochen wurde, ist bis heute ungeklärt. Bonanno ist vielleicht nicht der einzige Amerikaner, der teilnahm. Charles Lucky Luciano lebte inzwischen in Italien, denn die USA hatten ihn nach dem Krieg ausgewiesen. Heute sind die italienischen Behörden überzeugt, dass er im Hotel de Palme dabei war.
Vom 12. bis zum 16. Oktober 1957 gab es im Hotel de Palme in Palermo ein Gipfeltreffen von etwa 30 Bossen der amerikanischen Cosa Nostra und der sizilianischen Mafia. Die wichtigsten amerikanischen Familien waren vertreten, etwa durch Joe Bonanno, auch die Lucchese und die Genovese-Familie und dann Lucky Luciano, der seit 1947 in Italien lebte. Und ebenso die örtlichen Mafia-Chefs. Beim Abendessen erklären die Sizilianer, worum es ihnen geht. Natürlich geht es ums Geschäft. Und zwar um die Frage, ob man in den Drogenhandel einsteigen soll. Riesige Gewinne locken, aber der Preis ist hoch. Einige Mafia-Familien lagen darüber im Streit, ob sie im Drogengeschäft mitmischen sollten. Die Jüngeren sahen nur den Gewinn und fanden sonst nichts dabei. Vor derselben Entscheidung steht auch die amerikanische Mafia. Offenbar hat Joe Bonanno nicht nur freundliche Ratschläge gegeben. Er wollte ein Abkommen schließen, um den Welthandel mit Heroin völlig neu zu organisieren. Nach FBI-Erkenntnissen begründete das Treffen in Palermo die zentrale Rolle der Bonanno-Familie beim Heroinhandel über den Atlantik. Die Sizilianer sollen die Droge herstellen und in die USA schmuggeln. Die Amerikaner übernehmen den Vertrieb und bekommen ihren Anteil. Zum ersten Mal arbeitet die Mafia beider Kontinente in großem Maßstab zusammen. Das organisierte Verbrechen als Vorreiter der Globalisierung. Das Abkommen von 1957 zwischen der sizilianischen und der amerikanischen Mafia ist für beide Organisationen ein Wendepunkt. Jeder weiß, dass mit dem Drogenhandel weit mehr Geld zu verdienen ist als etwa mit Glücksspiel oder Erpressung. Doch es drohen jahrzehntelange Gefängnisstrafen. Die Mafia-Bosse müssen fürchten, dass ihre Leute zu Verrätern werden, wenn sie lange Haftstrafen zu erwarten haben. Es gab Konflikte zwischen den Familien. Die jüngeren Leute, besonders in New York, in Boston und Chicago, meinten, das wäre das große Ding. Ihnen ging es nur ums Geld. This was the great new thing coming. Speaking strictly about money. Die Mafia in Chicago, Outfit genannt, stellt sich am vehementesten gegen den Drogenhandel. Frank Carlotta ist damals ein Gangster, der etwas werden will. Zu meiner Zeit konnte man überhaupt nicht mit Drogen handeln, sonst hätten dich die Bosse fertig gemacht. Wir wussten, Drogen sind ein schmutziges Geschäft. Es kam uns vor, als ob man seinen eigenen Kindern Rauschgift gibt. Es war tabu. Wer da mitmischen wollte, wurde erledigt. If you got involved with it, you're definitely going to get whacked. Die amerikanische Mafia beruft im November 1957, nur einen Monat nach den Beratungen von Palermo, ein Gipfeltreffen ein. Bonanno ist dabei und ebenso ein anderer mächtiger Pate, Vito Genovese. Beide sind für den Einstieg in den Drogenhandel. Ort des Gipfeltreffens ist das Städtchen Appalachian im Staat New York. Der 20 Hektar Landsitz von Joseph Barbera, einem reichen, zwielichtigen Geschäftsmann, wurde für das Meeting ausgewählt, weil seine einsame Lage vor den neugierigen Augen des Gesetzes Schutz zu bieten scheint. Doch die Bosse haben sich gründlich getäuscht. Schon seit über einem Jahr beobachtet die örtliche Polizei das Anwesen. Denn sie hat bemerkt, dass Carmine Galante hier aus- und eingeht. Ein führender New Yorker Gangster, rechte Hand von Joe Bonanno. Am 14. November 1957 sehen die überraschten Beamten eine Reihe von Cadillacs vorfahren. Viele mit Kennzeichen anderer Staaten. Als die Polizisten nachsehen, was da los ist, finden sie rund 100 Männer. Alle elegant gekleidet, mit polierten schwarzen Schuhen.
Plötzlich bemerkt jemand die Polizei. Wenn bei diesen Männern jemand die Bullen ruft, dann kennen sie nur einen Reflex: weglaufen. Und genau das taten sie. That's exactly what they did. Chaos bricht aus. Manche Bosse verstecken sich, andere laufen zu ihren Autos oder fliehen in den Wald. It was a farce. It was probably the mafia's. Es war grotesk. Ein Tiefpunkt für die Mafia. All diese großen Nummern liefen durch das Dickicht mit ihren Seidenschlipsen und ihren italienischen Schuhen für $500. Es war einfach unglaublich. Joe Bonanno entkommt, aber nur, weil er mit seinen Leuten zu spät eintrifft. Als sie am Fuß des Hügels ankamen, sahen sie, wie den ganzen Weg entlang Polizeiwagen und Straßensperren standen. Also fuhren sie einfach weiter zurück nach New York. Rund 60 Gangster werden festgenommen, identifiziert und verhört. Doch die Behörden haben nichts in der Hand. Barbecue ist kein Verbrechen. Und die Männer sind sogar unbewaffnet. Die Mafia-Bosse kommen zwar frei, doch in den Medien werden sie verurteilt. Am nächsten Tag macht die Gangsterkonferenz im ganzen Land Schlagzeilen. Erstmals gibt es für die Existenz der Mafia einen Beweis. J. Edgar Hoover, der FBI-Direktor, sagte, es gibt keine Mafia, kein organisiertes Verbrechen und keine Führungsgruppe solcher Organisationen. Nach diesem Ereignis musste er zugeben, dass es vielleicht doch so etwas gab. Das Ausmaß des organisierten Verbrechens in den USA ist eine nationale Schande, ein Übel von größter Bedeutung. Jetzt gab es auf einmal großen Handlungsdruck und ich wurde dadurch Chef der Abteilung Organisierte Kriminalität. Nun sind die Strafverfolger gezwungen, der Mafia die Stirn zu bieten. Eins meiner größten Probleme war der Informationsaustausch. Wir wollten, dass die verschiedenen Fahndungsstellen ihre Erkenntnisse über die Mafia miteinander teilen, um die Strafverfolgung effizient zu machen. Aber ich habe es nicht geschafft. Es ging einfach nicht. ...1960 wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Es ist das spannendste Wahljahr seit langem. John F. Kennedy und sein Rivale Richard Nixon liegen in den Umfragen gleich auf. Der Ausgang ist völlig offen. Beide Kandidaten tun alles, um die Wähler an die Urnen zu bringen. Unsere ganze Kampagne zielt auf die unregistrierten Wähler. Wir wollen, dass alle Bürger, die nicht in den Listen stehen, sich eintragen lassen, damit sie wählen können. Das ist für den Wahlsieg Senator Kennedys die entscheidende Frage. Seit Jahrzehnten schon mischt sich die Mafia in die regionale Politik ein. Jetzt entdecken hartgesottene Gangster ihren Gemeinsinn, auch auf nationaler Ebene. In Chicago bekommt Frank Carlotta von seinem Boss einen ganz speziellen politischen Auftrag. Er sagte uns, wir sollten mit allen Italienern und Polen reden, dass sie diesen Iren, diesen Kennedy wählen, der gegen Nixon antritt. Wir sollten so viele Stimmen wie möglich sammeln, um Kennedy ins Amt zu kriegen. Die Mafia will Kennedy offenbar im Weißen Haus sehen. Über die Gründe ist viel spekuliert worden. Es gab Gerüchte über Verbindungen zwischen der organisierten Kriminalität und Kennedys Vater Joe. Kennedy siegt äußerst knapp. Er schlägt Nixon mit insgesamt nur 100.000 Stimmen Vorsprung. In Illinois haben die Demokraten nur 9.000 Stimmen mehr. Es war eine knappe Entscheidung. Aber ich glaube, alle Bürger stimmen überein, dass wir eine große gemeinsame Kraftanstrengung brauchen, um unser Land sicher durch die 60er Jahre zu führen.
Wenn die Mafia gehofft hat, eine Regierung Kennedy wäre angenehmer für sie, dann erweist sich der neue Präsident allerdings als große Enttäuschung. Sein jüngerer Bruder Robert wird Justizminister. Er hatte sich schon als erbitterter Feind des organisierten Verbrechens erwiesen, im Senatsausschuss über Korruption der Gewerkschaften. In seinem neuen Amt hat er auch Einfluss auf das FBI und seinen Direktor J. Edgar Hoover. That's when Hoover started. Hoover ließ seine Agenten Wanzen legen, ließ sie abhören. Denn Kennedys Druck gegen die organisierte Kriminalität war enorm. That Kennedy was going to press him very hard on organized crime. Das FBI belauscht zwei Zentren der Mafia in Chicago und Las Vegas. Die dortigen Spielhöllen werden von den Banden aus Chicago betrieben. Privatgespräche abzuhören ist zu dieser Zeit in den USA verboten, selbst bei Tatverdächtigen. Es war nicht leicht, die Beamten davon zu überzeugen, dass die Mafia eine reale Gefahr darstellt. Die Geräte waren illegal, ebenso der damit verbundene Einbruch. Aber die Informationen, die damit gesammelt wurden, überzeugten, wenn nicht Hoover, so doch das FBI von der Existenz der Mafia. Hoover, but they certainly convinced the FBI as an institution that there was a mafia. Justizminister Kennedy zeichnet ein düsteres Bild von der Gesetzlosigkeit der Cosa Nostra oder Mafia. Das hatten die Mafiosi nicht erwartet. Sie beschweren sich. Ich wunderte mich, dass Robert Kennedy das organisierte Verbrechen so hart verfolgte. Es widersprach allem, was sein Vater zugesagt hatte, als Gegenleistung für die Unterstützung bei Jacks Wahl zum Präsidenten. Die US-Regierung verfolgt eine harte Linie, aber noch kann sie keine Agenten in die Banden einschleusen. Doch dann gibt es eine überraschende Wende. Sie hat etwas zu tun mit der unentschiedenen Haltung der Mafia gegenüber dem Heroinhandel. Joe Valachi gehört zur Genovese-Familie, ein Krimineller seit 3 Jahrzehnten. Valachi hatte nur die Volksschule besucht. Sein erstes Verbrechen beging er mit 6 oder 7 Jahren, einen Einbruch in einen Lebensmittelladen und dann immer wieder Gefängnis. Aber er war gerissen. Joe Valachi war ein primitiver kleiner Ganove, nicht mehr als ein Handlanger und ohne Aussicht, jemals an das große Geld heranzukommen. 1962 sitzt er wegen Drogenhandels in Atlanta im Gefängnis. Er hat Angst, dass seine Bosse ihn umbringen, denn nach außen hin ist die Mafia noch gegen den Drogenhandel. Valachi kommt dem zuvor. Er tötet einen Mitgefangenen, weil er glaubt, es sei ein auf ihn angesetzter Killer. Doch er erwischt den Falschen. Ob aus Angst oder aus Reue, Valachi entschließt sich auszupacken. Ursprünglich sollte er der Drogenpolizei mit Aussagen über andere Dealer zur Verfügung stehen. Denn mehr wollten die gar nicht wissen. Doch Robert Kennedy hatte eine bessere Idee. Lass uns doch mit ihm über die Mafia reden. He said, wait a minute, let's talk to him about the Mafia. Zum ersten Mal wird gegen das Gesetz des Schweigens verstoßen. William Hundley gehört zu den wenigen, die seine Enthüllungen hören. As soon as we got the story, we moved him. Sobald die Sache klar war, flogen wir ihn mit einem Helikopter nach Fort Dix. Da waren wir sicher, die Arrestzelle war leer. Dort begannen wir mit dem Verhör. Valachi erklärt den Beamten die genaue Struktur der Mafia-Familien. Vom kleinen Fußsoldaten wie ihm bis hinauf zum Paten an der Spitze. Er macht seine Aussagen nicht vor Gericht, sondern vor einem Senatsausschuss. Robert Kennedy wendet sich sogar ans Fernsehen. Bobby Kennedy hatte eine geniale Idee. Wir zeigen die Sitzungen im Fernsehen, wenn Valachi vor dem Senatsausschuss aussagt. Das ganze Land wird davon fasziniert sein.
Die Unterwelt wird ans Licht gezerrt. Der Ausschuss des Senats beginnt seine Arbeit unter dem Vorsitz von Senator McClellan aus Arkansas. William Hundley ist dabei, als Valachis Aussage im ganzen Land übertragen wird. Eigentlich war er zunächst gar nicht kooperativ. Aber als dann im McClellan-Ausschuss die Scheinwerfer angingen, da kam wohl sein Adrenalin in Fluss. Auf eine perverse Art hatte er es wohl genossen. Valachis Aussage ist eine Sensation. Ein Insider gibt live im Fernsehen Einblick in die geheime Welt der Mafia, der Cosa Nostra, italienisch für unsere Sache. Valachi bestätigt, was die Abhöraktion des FBI ergeben hatte und was dessen Direktor J. Edgar Hoover nur widerwillig glauben will. Nun steht fest, es gibt sie, die amerikanische Verbrecherbande. Ein Millionenunternehmen, zusammengeschweißt durch die Rituale ihrer sizilianischen Komplizen. Sie haben die Worte wiederholt und dabei das Papier verbrannt? Ja. So werde ich brennen, wenn ich die Organisation verrate. Und dann erklärt er, du lebst von der Waffe und vom Messer und du stirbst durch die Waffe und das Messer. Wer wurde Ihr Pate? Joe Bonanno. Ist er auf diesem Schaubild? Steht er an der Spitze einer der Familien? Ja, bis heute. Er lebt also noch? Genau. Valachis Fernsehauftritt war ein Desaster für die Mafia und besonders für die Bonanno-Familie. Valachis Aussage war für unsere Leute ein Schlag ins Gesicht. Kein Zweifel. There's no question about that. Herr Senator, darf ich noch was sagen? Und das ist dann auch alles. Mit dem, was ich hier vor aller Welt offenbare, bin ich ein Todgeweihter. This is my doom. 1971 stirbt Joe Valachi im Gefängnis an Krebs. Mit Valachi verschwand die Illusion, dass es in den USA kein organisiertes Verbrechen gäbe. Als die Cosa Nostra anfing, mit den sizilianischen Cousins ins internationale Geschäft einzusteigen, stand sie bereits im Brennpunkt des öffentlichen Interesses. Und zum ersten Mal war die Omerta, das Gesetz des Schweigens, gebrochen worden.